uns überlegt noch. Jetzt hat das der Rest, wo wart ihr? Ich war ja hier bei, Gott, wie heißt er, Amara? Weil ich ja, ja, so dumm drauf war quasi mal. Und Johannes hat mich angeschaut. Ich weiß, wo du warst. Man hatte dich ja umgelegt. Man hat ihn flach gelegt. Bett oder auf der Krankenstation quasi bei Amara? Welche Krankenstation? Es gibt eine Krankenstation? Krankenstation. Nee. Du liegst bei dir. Da war ja nicht nur ich, sondern auch noch, ich glaube hier, wie hieß er? Der eine, der auch eskaliert ist. Lenny war das doch, oder? Lenny und noch jemand war da. Ja. Also, ihr müsst ja noch mal ganz kurz sagen, für welchen Boss ihr alle arbeitet. Also wer für den Boss arbeitet. Ich weiß, dass zwei für den Boss arbeiten, aber... Christor, ich arbeite für Christor. Stimmt, und Mohamim war nicht im Abwerben, ne? Nee. Den hat das ja noch keiner versucht abzuwerben. Stimmt, der wollte Johannes abwerben, so war das. Und ich bin bei Mohamim. So war das, ja, stimmt. Stimmt, Severin ist ein, oder, okay. Ich weiß nicht, ob mein anderer Boss das schon weiß. Das ist so eine Sache. Dein Ex-Boss, ja? Ex-Boss. Oh Gott, nee, das sieht aus, als ob ich denn nicht rotes Gesicht hätte. Du meinst Oscar-Team, ne? Die große Nummer, ja. Stimmt, ja, da hatten wir noch gar nicht. Gut, wo sind die an? Also ich gehe davon aus, dass ich bei mir in meiner Wohnung bin. Zu Hause. Gestern wurde mein Freund, oder heute, gestern wurde mein Freund getötet. Ich würde jetzt den nächsten Tag anfangen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch schon mal einfrasen und ein Wasser abstreichen. Oh Gott. Ja, mit Schlafen ist auch eine Verwirrung weg, ne? Ja. Und wenn ich jetzt nochmal was esse, dann ist nochmal was weg quasi. Oder? Ja, ich muss es mir ganz kurz schaden. Weil das war jetzt so. Schaden auf jeden Fall. Weil ich esse ja was. Ich hatte doch gestern hier ein Radiergummi. Ja, genau das frag ich mich auch gerade. Wo ist mein kleines Radiergummi hin? Ich brauche einen größeren Schreibtisch oder weniger Unordnung. Deine kannst du drum anfangen. Und ich glaube, ich sollte weniger Unordnung. Ich lebe an diesem Schreibtisch. Das hält zwei Tage und dann ist wieder alles unordentlich. Yep. Ja, das kenne ich. Dank Corona, ne? Homeoffice mache ich ja. Nee, verursacht gar nicht mal so viel Chaos. Ah doch, der liegt ja hier. Ja. Ein Spaß. Ich guck gerade mal. Boah, waren die Basiswerte denn aufgestrichen? Wahrscheinlich bei meinem Mutanten, ne? Ist jetzt eigentlich schon eine ganze Woche vorbei? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt gerade mal bei 5 oder 6 Tagen maximal. Noch keine Woche. Ich muss ja zu meinem Boss gehen und dem Geld geben, damit ich Fraß und Wasser bekomme, einmal pro Woche. Nee. Doch. Ja, nein, es ist eine Woche rum. Also genau, du kriegst halt Schaden, wenn du Fraß machst. Wasser, wenn du kriegst du Geschicklichkeit wieder. Verstand ist. Also sprich, Verwirrung kriegst du durch Schlaf wieder, wenn du 8 Stunden schläfst. Und Empathie ist halt, wenn du mit Leuten interagierst. Also durch Mitgefühl. Stefan. Ja. Der das gerade gebrauchen könnte. Oh. Ich habe mir schon mein Beileid ausgesprochen. Also habt ihr alles was weggestrichen? Ja. Und es gibt eine Versammlung nochmal für alle. Wir sind noch an einem Projekt dran, nämlich an den Wehranlagen. Das heißt, wir bauen Zäune oder Türme, keine Ahnung, Graben. Dafür kann man, also da haben wir bisher 2 von 10 Punkten. Das ist für Kriegsführung, wurde sich beim letzten Mal entschieden. Ja. So. Ja, was macht ihr? Es ist ein ruhiger Morgen, wie man nach so einem Abend überhaupt, das ruhig bezeichnen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich geschlafen habe. Ja, das müsst ihr entscheiden.
Wenn du geschlafen, also wenn du halt nicht durchgeschlafen hast, müssen wir gleich eventuell noch sprechen. Tja. Was macht ihr dann so an so einem Morgen? Also euch, es steckt natürlich alle noch Teil, also jeder, der die Bilder gesehen hat, euch stecken die halt noch in den Knochen, ne? Ich hab also, sie zweimal gesehen sogar. Das ist jetzt nicht was, was ihr jetzt tagtäglich seht. Auch für dich als Pirscher sind das Bilder, die sondergleichen sind. Also sowas hast du halt noch nie gesehen. Und ja. Ja. Also ihr habt halt die Bilder immer noch vor Augen. Ach gut, dass ich nichts, gut, dass ich nichts gesehen habe. Wieso hab ich... Wie viele wurden getötet? Nur zwei oder waren es insgesamt schon drei? Es waren zwei, ich wäre der dritte gewesen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es sind insgesamt drei NPCs schon gestorben. Ja, ach stimmt, da wurde noch jemand als zwischendurch ermordet, aber nicht auf diese Art und Weise. Nein. Also insgesamt sind. Insgesamt. Ach so, ich wollte noch mal ein bisschen. Ja, ich weiß, mir voll. Ah, jetzt erinnere ich mich. Wie kriege ich das? Ja, also wie gesagt, Quartek, wenn du nicht geschlafen hast, musst du mir das sagen, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich einschlafen konnte. Das kann ich so. Ich bin definitiv eingeschlafen. Nicht. Ja, du bist also. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich würfel das mal aus, ob ich Schlaf gefunden habe. Ja, mach einen Verstandswurf mal. Ein Verstandswurf, was habe ich denn? 5. Ja, das ist natürlich auch noch ein guter Wurf für dich, ne? Ja. Ach nee, das war der Malus, den ich... das ist jetzt die Frage, ich hab Verstand zu machen. Ja, den musst du halt schon berücksichtigen. Ja, aber ob ich geschlafen habe, bestimmt, ob er da ist oder nicht. Ja, dann machst du es bitte bevor, also... Ja, okay, gut. Dann nur logischerweise. So eingetragen, das war richtig dumm. Ich habe eine 6. Ja, damit bestehst du halt, ne? Gut, das heißt, den kann ich auch weg. Genau. Ja, sonst wärst du mich in den Modus schlaflos gekommen und hättest du mich ja. Mali. Also wenn jemand was nicht gegessen hat, ne? Oder getrunken hat, muss er mir das auch eben sagen. Ich habe nichts getrunken. Okay. Dann hast du jetzt den Malus Durst. Ja. Das heißt, du bist am Verdursten. Das habe ich mir schon gedacht. Du bist halt am, du musst es halt ankreuzen auf deinem Charakterbogen. Ja. Das heißt, Verdursten hat mehrere Auswirkungen. Scheiße. Du kannst keinerlei Trauma reduzieren, wenn du gebrochen bist. Musst du eine Ration Wasser trinken, um wieder auf die Beine zu kommen. Du leidest pro Tag ohne Wasser einen Punkt Schaden und einen Punkt Erschöpfung, wenn du durch ein Trauma, egal welches Typ es, gebrochen wirst. Wenn du verdurstest, stirbst du nach Ablauf des nächsten Tages. Das heißt, du musst jetzt was trinken. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, sobald du etwas getrunken hast, bist du wieder normal. Ja. Das sind die Punkte. Ja, es gibt einen Grund, warum ich die letzten Male immer versucht habe, an die Wasserquelle irgendwie wieder aufzubekommen. Also, aber um dich zu erholen, brauchst du dann noch wieder eine zusätzliche Ration Wasser, ne? Also, wenn du jetzt einen Mali hast, der durch Wasser behoben werden würde, würde er halt nicht durch den nächsten Schluck Wasser. Ja, damit kriege ich erstmal nur Verdursten weg, so ungefähr. Richtig. Gut. Also. Müssen wir nicht erstmal überlegen, wegen Projekt oder sowas? Ja, nein, wir haben ja doch noch das aktive Projekt, das Militärprojekt, was du uns eingebrockt hast. Ach, da, aktiv ist das noch. Okay. Ja, ich hab gesagt, wir haben 2 von 10 Sorry. Punkten, wir sind noch nicht fertig. So. Er ist schon in seiner Rolle. Sagen, was du machen kannst, um es zu beenden.
beenden. Ah, stimmt. Jeder kriegt noch einen Mutationspunkt. Denkt dran. Ja. Es sei denn, ihr habt schon 10, dann kriegt ihr keins. Ja. Nein, ich bin schon voll. Ich bin schon voll. Ich krieg die Dinger nicht weg bisher vernünftig. Ich hatte bisher noch keine Situation, wo ich die Dinger nur nutzen konnte. Ich hätte mich ja einmal unsichtbar gemacht, aber das hat sich dann ja jetzt nicht so klug herausgestellt. Ja. Oh, wenn ihr meinen Schreibtisch sehen würdet, ne? So, wenn du meinen Schreibtisch sehen würdest, dann würdest du Cookies sehen. Gut, also. Ich weiß nicht, ob ich das alles aufzählen könnte, was hier auf meinem Schreibtisch liegt. Ich meine nur in Sachen von Pen and Paper, was hier liegt, ne? Ach so. Soll ich mal einen kleinen Würfelturm schicken? Nee, nee. Das ist ein Würfel. Also. Achso, das ist so eine Art Turm, meinst du? Ein Turm auswürfeln. Alles ist, also, wenn ich von allen jetzt spreche, ist Stefan bzw. Mohan mal ausgeklammert. Weil der muss ein bisschen länger schlafen, bis der wieder. Ne, der hat gestern einen gut auf den Dötz bekommen. ja, ihr seid alle so Pi mal Daumen, so um halb acht, acht, halb neun, so in dem Bereich, seid ihr alle so, zumindest mal nur noch im Halbschlaf. Ich schlaf bei Katie. Ja, du hörst nur einen. Als ob die noch was, als ob die noch schläft. Als ob die noch schläft. Okay. Akzeptiert. Bei der hinterfragt man nichts. Ja, ihr müsst was machen. Ich kann jetzt nichts machen. Okay. Ich gehe mal am Projekt weiterarbeiten. Gut. Ach, da kannst du entweder einen Kraftakt oder Auskunft schaffen. Ich bin Vollstrecker, ich baue Welle, also Kraftakt. Ja, muss ich eigentlich viel kommentieren, ne? Das schafft ihr wohl selber. Ja, ich muss nur wissen, wie viele Erfolge teilen, wie man die Anzahl an Erfolgen erzählt, wie viele Punkte man dazu bekommt. 2 Erfolge. Niklas, ich hab dich was gefragt. Ja, yeah, genau. Okay. Gut, das wollte ich nur noch mal wissen. 2 Erfolge, das heißt, wir sind jetzt bei 4 von 10. Okay. Tja, ich bin total motivationslos und immer noch down. Ich mache überhaupt nichts. Ich schaue, ob im Keller die Wasserquelle offen ist. Ich weiß, was die Antwort sein wird. Ich schaue trotzdem. Mein Charakter hat Hoffnungen. Ja, also die Tür ist halt. Ja, offen ist sie ja nicht so wirklich, ne? Also nee, sie hat unten die nach innen so ein bisschen verbogen ist, aber. Man kommt dann noch nicht ans Wasser ran, oder? Nee. Gut. Ja. Dann suche ich Ortak. Ja, der arbeitet gerade. Ja, wo suchst du ihn? Ja, ich klopfe bei ihm an der Tür erstmal. Boah, und passiert halt nichts, ne? Ja, passiert halt nichts. Gut. Dann werde ich mich auch mal drin machen, am Projekt zu arbeiten. Ich mache auf Auskundschaften. So, würfeln. Sind dann die. Hopp. Also willst du quasi gucken, wie man das am besten. Also willst du quasi die Arbeit von dem lieben Ortak koordinieren? Ja, so ungefähr. Ja, genau das eigentlich. Genau das. Sagen, wo er am besten buddeln soll, die Abstände so ungefähr. Denn, damit es eine vernünftige Palisade dann gibt, die auch standhält. Angriffen. Ich habe einen Erfolg. Ein. Ja, mehr. Ein. Okay. Du willst nicht drauf passieren? Zur Hälfte geschafft. Verstehe ich gar nicht, dass er nicht strapazieren will. Nein, ich möchte nichts strapazieren gerade. Ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Charakter aktuell, dass er diese Aktion eventuell nicht überleben wird insgesamt. Ach, Auskundschaft. Also, geht doch nur auf Verstand, da wirst du doch nur für machen. Bevor ihr es vergesst, es sind nicht alle in der Arche, ne? Also sprich,
Finn ist nicht da. Das wissen wir noch nicht. Doch, das wisst ihr, weil die beim letzten Mal weg sind. Hm. Ihr habt gemerkt, dass sie nicht weg, dass sie weg waren. Nafra ist nicht da. Und Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Und Lula ist tatsächlich nicht da. Wer, wenn ihr nicht wisst, wer Lula war, Lula war ein Hehler. Ja, ich weiß. Ich hol dir eine Waffe. Ja, die drei sind nicht da. Okay. Da ich ja aktuell bei Ortak bin, Ortak, kannst du mir vielleicht helfen, die Tür unten im Keller zu öffnen, wenn wir hier mit der Arbeit fertig sind? Ich müsste mal an die Wasserquelle ran. Und es ist doch echt ärgerlich, dass wir nicht ans Wasser rankommen aktuell. Die Wasserquelle ist doch kaputt. Soweit ich weiß, ist nur die Tür kaputt, weil wir da gerade nicht rankommen. Dass die Quelle selber kaputt ist, davon weiß ich nichts. Das also wäre mir neu. Hat mir gesagt, die Quelle ist kaputt. Vielleicht sollten wir uns dann die Quelle mal anschauen, um das zu bestätigen. Also ich kann eine... Es ist ein Loch im Boden, da kommt Wasser raus. So, Wenn Wasser rauskommt, dann ist die Quelle ja nicht kaputt. Aber wenn wir die Tür aufbrechen und das Ding ist kaputt, dann können Leute reinfahren. Dann stellen wir ein Schild hin, dass man da nicht reinfallen soll. Das ist eine Idee. Ja, ihr seid jetzt erstmal ein bis zwei Stündchen damit beschäftigt. Mit der, ne? Der ganzen ja. So. Also, Quarzek schläft noch ein bisschen weiter, beziehungsweise verarbeitet noch. Ja. Ja, ein bisschen ideenlos. Aber ich stehe auf jeden Fall auf und gehe dann mal. Wieder mein. Ah, ja. Ja. Meine ist meine Bude. Wichtig, alle Klamotten vorangezogen wieder. Ja, natürlich. Also, beziehungsweise, bei mir ist das Problem, als das Körper über der Gürtellinie ist, sieht es so selten aus, weil es einfach so unständlich ist. Als du quasi von deinem Bett aufstehst, hörst du halt immer noch mi. Okay. Also, da, hier ihr Gesicht. Also so zärtlich, so. Zärtlich. Steh auf. Bist du wach? Rede. Diego, was willst du überhaupt? Ich will jetzt gehen. Was willst du überhaupt hier? Ich hab bei dir geschlafen, Vollpfosten. Du, was? Ja, hast du mir doch gestern noch angeboten. Ich gehe jetzt, mach hinter mir die Tür zu. Okay! Geh. Okay. Sie steht in der Tür und guckt halt hinterher. Also ich hab mehrere Monate bei der geschlafen, das ist nichts Ungewöhnliches, ja? Das ist nicht so. Und dann hörst du einfach nur ein Rums und die Tür knallt zu. Jo. Ja, ich beschreibe dir mal, was du siehst, was du läufst jetzt zu deiner Wohnung, ne? Genau, ist ja ein Stockwerk. Ja, es ist... Also, das ist kein Morgen wie normal. Also, überall ist normalerweise reger Betrieb, hier quatschen mal Leute, da quatschen mal Leute, aber es ist einfach, Achtung, Wortwitz, Totenstille. Es ist, du siehst keine Person, die irgendwie mal, die über den Weg läuft, abgesehen von Danko, der sich auf den Weg macht zu seiner Schicht. Zu seiner Schicht heißt, er ist oben auf dem Gebäude und guckt halt nach Bedrohungen, die auf die Arche zukommen könnten. Also nichts Verwunderliches, aber das ist halt so die einzige Person, die du siehst. Oh ja, schöner Morgen. Ja, ich geh mal bei mir dann. Hol mein Skateboard und
Fahren wir ein bisschen Skateboard vor der Dings. Vor der Arche. Vor der Arche, nicht in der Arche, vor der Arche, ja genau. Wenn ich mal meine Ruhe habe, kann ich da mal ein bisschen. Ich bastel ja quasi gerade gute Rampen, ne? Ja, da möchte ich mal einen Bewegentest von dir. Bewegen. Ich muss mal Turm abbauen. Ja, es tut mir leid. Kriegst noch mal einen Fertigkeitsbonus plus. Also, Fertigkeit sag ich schon. Ja, Fertigkeitsbonus von plus 2. Da darfst du mal 2 Würfel mehr drauf machen. Das ist ja eine Dings, die du halt schon kennst, ne? Ja. Zwei Erfolge. Ja, gut. Du siehst super gelässig dabei aus, wie du das Ganze machst und erinnerst dich an deine Jugend, also erinnerst dich teilweise an deine jungen Tage. Ja. Ich dachte, hier wird niemand alt. Ja, erwachsen bin ich schon, aber so viel ist es, so lange ist es noch nicht her. Ja, bin ein bisschen beschäftigt. Gut. Dann kommen wir weiterhin mal zu Quarzik und zu unserem lieben Mohan, der jetzt auch langsam mal aufwacht. Ja. Und Schmerzen hat. Was für eine Wunde hattest du eigentlich gekriegt? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde in den Brust geschossen oder so. Ich hab doch was ausgewürfelt für dich, das musst du aufgeschrieben haben. Minion. Sein. Hab ich dich nicht sogar am Kopf getroffen? Ich glaube, er ist tatsächlich nur bewusst losgeworden. Ich glaube, du hast ihn nur. Ich war auf jeden Fall bewusst. Ja, irgendwie habe ich ihn nach hinten katapultiert und ist dann. Ja, genau. Hatte scheiße viel Glück. Yep. Ja, gut. Also, du hast halt Schmerzen, ne? Ja. Dein Hund liegt übrigens kauernd vor dir. Also, kauernd. Der. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg Richtung dem guten, lass mich kurz lügen, Diego. Mich nochmal dafür zu bedanken, dass er mich ja letztendlich irgendwie gerettet hat. Nicht umgebracht hat. Und mich dafür zu entschuldigen, dass ich ihn ja so angegangen habe. Also gehst du zu einer Butze? Ja, genau. Ja, ich nehme an, du klopfst an da, ne? Ja, mach ich. Ja, ist ja keiner da, ne? Er will dich nicht sehen. Ja gut, dann gehe ich nochmal und guck, ob die Tür eventuell zu dem Wasserding offen ist. Zu der Wasserstelle. Die ist ja auch da unten, glaube ich, ne? Nee, aber Hugo steht davor. Nee. Ja, ich laufe drauf zu und frage ihn dann mal so, ja, Hugo, wie sieht das denn aus? Ist die Wasserquelle hier vielleicht zugänglich für uns? Für dich doch immer. Mach die Tür ist auf. Aber super. Ja, dann bediene ich mich da. Ja. Und wie viel Wasser kriegt man dann? Kurz 2 Rationen. Ah, perfekt. Aber schnell wieder raus hier. Ja, vielen Dank, Hugo. Und dann mach die Tür wieder zu. Ja. Du bist das von Arschloch, Niklas. Ey, das sind die Bosse halt, ne? Ja, aber vorher stand dann. Aber vorher stand der da nie. Nur jetzt steht er das erste Mal davor. Der stand auch vorher schon davor. Der stand schon mal da. Ich hab doch aus Versehen den einen. Also die Rüstung bei ihm. Also, ja, ich, da stand ne, er auch schon davor. Okay. Stand er auch schon mal. Ach, genau. Der. Ja, genau. Da war sowas. Tja, ich komm dann davon, wenn man zu anderen Schraubern geht. Ich meine, dass ich bei irgendwie so einem Healer gewesen wäre, Larry, glaube ich, ne? Larry, ja. Ja, der gute Diego ja überhaupt nicht mag. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, dass ich eventuell mit dem Deal gehabt hatte. Ich weiß nämlich mal, ob ich einen eingegangen bin. Weil du hattest mir damals, glaube ich, angeboten, dass ich irgendwie 2 Portionen Fraß oder so zum Preis von einer Kugel oder so haben könnte. Ja, das ich haben wir jetzt letztes Jahr mit dir eingegangen bin. Das ist unser Standardpreis mittlerweile. Ja, das ist der Standardpreis. Achso, ja, ich hatte auf jeden Fall irgendeinen Deal von ihm bekommen und ich weiß halt nicht mehr, ob ich da eingegangen bin. Aber das weißt du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nö, du bist hier nicht eingegangen, das hätte ich nämlich sonst notiert. Okay, perfekt. Ja, gut. Ja, nee, dann gehe ich erstmal nach draußen und versuche irgendwie so eine Runde mit meinem Hund zu machen. Ja, dann siehst du einen sehr, also als du die Tür vorne rausgehst, einen doch sehr lässigen und eleganten Diego auf seinem Skateboard. Das ist schon ein Anblick, den, also, huch, der hat schon was. Okay. Dein Hund versucht halt das Skateboard nach dem, also Diego nachzujagen, ne, der rennt halt direkt los. Ja, ich rufe den so zu mir jetzt zurück. Was ist das Würfeln vielleicht? Ja, du hast doch bestimmt ein Hundeskill, oder? Abrichten. Ja! Hör mal abrichten. Auf was geht der? Geschicklichkeit? Empathie doch. Dein Hauptwert. Empathie müsste das doch bei ihm sein. Was ist denn dein Hauptwert? Ist das der, den ich am höchsten habe? Ja, genau, das ja. ist der, den du hast. Geschicklichkeit. Wahrscheinlich, ah, okay. Sonst hast du irgendwas falsch geskillt. Ja. Nee, so, dann war das einmal die 6 Würfel. Oder nee, 5 Würfel durch die Geschicklichkeit und dann 3 für genau. Fertigkeit, genau. Ne? Okay, ich habe einen Erfolg. Ja, dann, was sagst du zu deinem Hündchen? Hierhin, zurück! Ja, Diego, du siehst übrigens hinter dir einen Hund, der nachjagt, der jetzt aber schlagartig wieder umdreht. Ja. Den Hund kenne ich. Ja, ja, du siehst auch den meine Wade, vor allem meine Wade kennt ihn. Ja, ich glaube, ich mache dann, mach dann erstmal einen Abgang. Skateboarder irgendwo ein bisschen weiter, mit 2 Straßen weiter oder so. Ja, du bist halt auch quasi jetzt dann schon in dem Gebiet, wo gebaut wird. Ja, Skateboarder ist mal lässig dran vorbei. Okay, gut. Du siehst das, Mohan. Ja, ich renne da jetzt quasi nicht hinterher, sondern lasse immer seine Wege gehen und setze meine Runde mal fort und gucke, ob ich vielleicht irgendwie was finde noch. So. Was finde? Ja, irgendwas, was mir jetzt so ins Auge sticht. Was vielleicht ein bisschen vorher nicht da war oder so. Ja. Radioaktive Wespe. Was? Ja, ins Auge stechen. Wieso? Wieso? Boah, der hat weh. Und das sag ich. Jan, also da brauchst du nicht mal auf Auskundschaften würfeln. Ja. Da ist nichts, was vorher nicht auch da sein sollte. Ja, alles klar. Nur ein paar Löcher noch mehr. Fertig. Machst du noch was oder weinst du weiterhin? Machst du was oder machst du schon oder weinst du noch? Ich glaube, es ist nicht mal 24 Stunden her, also. Ja, ich frag nur. Nein. Gut, ja. Ihr seid jetzt alle quasi so fertig. Also, wir schreiben jetzt so 10.30 Uhr. Und ihr seid alle, also, du bist halt noch fröhlich da am Skateboard und ihr beiden seid jetzt mit dem Umbau fertig und mit dem ich tue so, als würde ich arbeiten, aber die delegiere nur. Und hey, ja, auch dafür muss es jemanden geben. Und Mohan, du bist übrigens auch mit deinem Spaziergang quasi fertig. Du läufst quasi gerade auf vorne an den Haupteingang. Okay.